Hi Leute, schön, dass ihr da seid. Heute gibt's wieder was Leckeres. Es gibt nämlich auf die Hüften. Und jetzt guckt mal hier. Tada! Und das ist ein leckerer Kiba Oreo Cheesecake. Leute, mega. Lasst euch überraschen und damit geht's jetzt auch schon los. Ich fange als erstes erstmal an, die leckeren Oreo-Kekse zu trennen voneinander und die Creme dort abzukratzen. Die brauche ich nämlich nicht, um das hier nachher klein zu bröseln. Aber aufheben für später. Ach, und übrigens, guckt euch mal die Oreo-Kekse an. Fällt euch was auf? Xbox-Kekse, Leute. Xbox-Kekse. Guckt mal hier mit den Zeichen drauf. Mega cool. Jetzt die Oreos schön klein drücken. Und so sieht das dann aus. Hier sind die kleinen gemahlenen Oreo-Kekse. Hier die Füllung und da kommt jetzt die flüssige Butter dazu. Alles verrühren. Nun die Kekskrümel mit rein. Auch schön verrühren, so dass es ein angenehmer glatter Teig wird. Die Masse, die kommt jetzt in die Kuchenform bzw. in die Springform. Alles glatt streichen zu einem richtig schönen glatten Boden. Und das kommt jetzt für circa eine Stunde in den Kühlschrank. Während der Boden jetzt abkühlt, geht es hier weiter mit der Banane. Die habe ich klein geschnitten und drückt die schön ordentlich klein. Jetzt kommt der Frischkäse dazu. Zucker. Mehl und natürlich wie immer durchgesiebt. Und das jetzt alles mit dem Rührgerät etwas cremig rühren. Nun kommt das Ei dazu und der Schmand. Weiter geht es jetzt mit dem Füllen der Backform. Den Kuchen, den Boden habe ich jetzt aus dem Kühlschrank genommen. Der ist jetzt schön hart. Habe die Backform ein bisschen mit Alufolie umwickelt. Und hier kommt jetzt die Füllung rein. Jetzt braucht ihr ein Blech oder irgendein tiefes Gefäß, wo die Springform reinpasst. Die füllt ihr mit Wasser und mit heißem Wasser vor allem auf. Und dann ungefähr bis zur Hälfte der Springform in der Höhe auffüllen und dann kommt das in den Ofen bei 150 Grad und das Ganze 45 Minuten ungefähr. Während der Kuchen jetzt im Ofen ist, geht es jetzt hier weiter mit dem Belag. Dafür brauchen wir hier die Kirschen. Von denen lasse ich den Saft ab, fange den auf, weil davon brauchen wir ein bisschen. Jetzt kommen die Kirschen in den Topf und 4 Esslöffel von dem Kirschsaft dazu. Zucker und 1,5 Esslöffel Speisestärke. Jetzt wird das aufgekocht, bis das Ganze ein bisschen angedickt ist. Eine Nacht ist jetzt rum, der Kuchen ist abgekühlt, den packe ich gleich aus und dann kommen die abgekühlten Kirschen hier drauf. Ja, und jetzt schaut euch das an. Hier einmal ein Stück ohne die Kirschen. Und hier das Stück mit Kirschen obendrauf. Jetzt guckt euch das an. Das sieht doch lecker aus. Ja, und das war's wieder. Ihr könnt euch natürlich denken, der schmeckt mega lecker. Probiert den aus, macht den nach. Wie gesagt, Rezept und Zutaten findet ihr gleich hier im Anhang. Und damit bin ich raus. Ich wünsche euch alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss.